Ich hab gedrückt. Hat er gedrückt? Hab ich gedrückt. Läuft auch. Ich sag's dir. Ich hab so ein bisschen das Intro. Ich glaube, ich muss auch mal irgendwie wieder vorbeikommen. Wir müssen mal gucken, dass ich mir so war so eine Bandprobe, da standen die alle in so einem Ein-Mann-Zelt, so einem Quadratmeter Folie. Das ist geil. Ja. Ja, wir können auf Räume ausweichen. Das geht ja, schon. Ja, aber das ist ja auch nicht das Wahre. Ne? Ja, aber Intro ist um. Ja, dann Kropzeug. Kropzeug. Schönen guten Morgen. Es ist mal wieder Sonntagmorgen, obwohl wir uns vorgenommen hatten, die Folge gestern aufzunehmen. Hat wunderbar funktioniert. Ja, so gar nicht. deswegen mal wieder ein bisschen unter Zeitdruck. Aber unter Druck wird Kohle zum Diamanten, habe ich gelesen. Ne? Ja, das glaube ich richtig. Aber Kacke wird einfach nur zum Fleck, also. Okay, mal gucken, was wir hier tun. Führen wir das nicht weiter aus, machen wir einfach. Same procedure as last week. Yes. Wir haben noch wieder mal 12 Fragen. 12 Fragen, kein Ende in Sicht. Wenn euch dazu langweilig wird, habt ihr Pech gehabt. Wir haben bis jetzt noch keine Idee für neuen Content. Schickt uns Ideen. Macht mal. Oder Fragen. Ja, oder also Fragen. Wenn euch das gefällt, könnt ihr uns auch gerne Fragen schicken. Genau. So ist das nicht. So ist das nicht. Ne, Timo Showgröße. Nicht groß. 22,5. Ja, fast. Aber nur rechts. Nur rechts. Ja, nur rechts. Das ist richtig. Links ist 46. Ja. Oh Gott, dieses Bild. Von mir aus können wir direkt los. Fang mal an. fang mal an, sagt er. Ja. Oh, ich hatte hier gerade so eine schöne Frage. Ich musste mal eben hier ganz kurz eine Sekunde. Ah. 21. Ich hab sie weggeschmissen. Keine Ahnung. Okay. Was? Boah, Junge. Das gibt es doch nicht. Hast du die Google-AGBs offen, oder was? Ja. Komm hier, weil ich ja, die Schlümpfe nicht mag, ne? Ja. Welche Farbe nimmt ein Schlumpf an, wenn man ihn würgt? Wahrscheinlich violett. Möglich. Oder dunkelblau. Ich finde dunkelblau cooler. Ja. Je nachdem, wie lange du würgst, könnte auch hellblau werden. Das ist dann ja. Wo hast denn du wieder die Fragen aufgetrieben? Tja, Junge. Ja, ich mache mir Sorgen, dass meine zu durchgeknallt sind. Ich hatte eine gute, aber ich habe sie verloren. Also ich sag violett. Violett? Ich muss mal ausprobieren, aber ich habe heute keinen Bock auf Wald, also lassen wir das. Kein Bock auf Wald, na ja, gut. Dann müssen wir mal Gagamehl an WhatsApp anschreiben. Ja. Vielleicht weiß der das. Gagi, alten Wemser. Ja. Mach die Katze. So, hier, die ist schön. Da können wir vielleicht auch ein bisschen ausschweifen. Wenn du einen Tag aus deinem Leben wiederholen könntest, welcher wäre das und warum? Boah, einen? Einen. Jetzt komm ich nicht mit so einer Klischee-Antwort wie deine Hochzeit. Nee, die war teuer. Geht ja nur um den Tag, nicht um das Bezahlen. Ach so. Sei denn, du hast am selben Tag bezahlt, aber die Kohle hast du dann ja auch wieder, die du vorher hattest. Und, ne, Paradoxon und so. Ach so, ja. Och, ich fand eigentlich den Tag, wo ich meinen Gesellenbrief gekriegt habe, ganz cool. Okay. Das würde ich mir nochmal geben. Ah. Ja, doch. Wenn ich gerade über meine Losprechung nachdenke. Doch, da gab es Schnitzel, das war gut. Ich habe beim damaligen Meister einfach, bin ihm einfach voll vor den Bug gefahren. Der hat einfach gesagt so, du nicht, mein Freund. Das war schon cool. Ja. Ja, und vor allem, sag ich mal, weil man die ganzen Kollegen, mit denen man die Ausbildung gemacht hat, wir haben uns vorher 4 Monate halt nicht gesehen, weil wir hatten keine Berufsschule mehr. Ne? Ja. Okay, zur Prüfung, aber da hast du halt auch nicht Zeit, mal zu quatschen und waren halt alle in anderen Abteilungen. Von daher war das eigentlich ganz cool. Ja. Hat Spaß gemacht. Und ich hatte die Ausbildung endlich für dich. Schönes Beiwerk. Auf jeden Fall. Ja, der Tag vor meiner Lossprechung, ja doch, der war ganz cool. Ich fand das sehr lustig, als wir dann bei meiner Berufsschule ist es halt gang und gäbe, dass die Jahrgänge dann halt nochmal abfotografiert werden. Mhm.
Und irgendwie waren alle so, Foto, Lachen, etc. Und irgendein kleiner Idiot, in Klammern ich, aus der letzten Reihe, als der Fotograf ansetzte, sagte einfach nur, und jetzt alle, Tariflohn. Hat dann mit dem Lachen auch funktioniert bei den anderen. Und war so ganz, ganz entspannt. Aber ein Tag, den ich gerne nochmal wiederholen wollen würde, boah, das ist bei mir ein bisschen schwierig, weil es gibt viele Tage, wo ein bisschen was gut gelaufen ist, wo ein bisschen was scheiße gelaufen ist. Aber wenn ich das jetzt so an Momenten festmachen müsste, ist schwer. Ist schwer, okay. Ist schwer. Das hört sich jetzt böse an, als es ist, und ich glaube, es werden auch eine Menge Leute mit einer hochgezogenen Augenbraue annehmen. Der Tag, an dem damals der Bollecke zugemacht hat. Okay. Jetzt nicht, weil der Laden zugemacht hat. Also, ich sag mal, was heißt zugemacht? Zugemacht, bevor sie wieder aufgemacht haben, unter neuer Führung. Aber die Party, die wir da abends gefeiert haben, ne? Ja, ja. Ich, legendär. Ich kenne legendär. Geschichten. Also so eine Party hätte ich gerne wieder in dem Rahmen. Ja, warte mal, bis Corona vorbei ist. Dann geht das. Ja, da habe ich mich die Tage schon mit dem Arbeitskollegen drüber unterhalten. Ich glaube, wenn die Bars und Diskotheken wieder aufmachen, dann brennt hier der Baum. Ich habe richtig Schiss vor der ersten Party mit allem Mann wieder. Das geht nicht gut. Ja, gut, jetzt haben wir auch Schiss vor der Party mit allem Mann. Ne? Das ist ja, ja, aber das geht, also da, nee. Ich möchte das nicht weiter ausführen. Ich glaube, wenn der Lockdown vorbei ist, dann erscheint auch einfach die Sirene aus The Purge. So, sie dürfen wieder feiern. Heute Nacht sind alle Restriktionen wieder aufgehoben. Gib Gas. Du siehst aber auch die ersten Ladenbesitzer, wie die irgendwelche Panzerrollos vor ihren Geschäften aufgehoben. Ich glaube, das wird nochmal ein Karneval. Ja, aber das wird alles in einem, glaube ich, ey. Ja. Ich finde, wenn das alles hier vorbei ist, oder was heißt vorbei, wenn das alles wieder in Richtung Normalität geht und man hat so einen Tag, wo man sagen kann, okay, ab jetzt ist alles so wieder wie vorher, in Anführungszeichen, das sollte auch ein Feiertag werden. Ja. Das wär cool, aber das wird nicht passieren. Ich glaube, da starte ich mal eine Petition oder so. Ja, ja, dann legen die das auf den Sonntag. Ja, ich weiß gar nicht, was bei der Diskussion rumgekommen ist. Die wollten doch hier, weil gerade dieses Jahr und mit Lockdown und allem Pipapo so viele Feiertage aufs Wochenende fallen, sollten doch verlegt werden, also nachgefeiert werden. Das war doch vor 2 Jahren schon einmal so. Weiß ich nicht. Ja, ja, war ich noch nicht so im Arbeitsleben, dass mich das interessiert hätte. Da war das so vor 2 Jahren. Wir haben die, weil irgendwie bis auf einen Tag alle auf den Sonntag fielen, haben die gesagt, weil auch sich irgendwas gejährt hat, frag mich nicht, bitte, früh. haben die gesagt, wir machen den Montag darauf halt als Nachfeiertag quasi. Ja. Ja, schauen wir mal, ne? Also, was die Mama Merkel da so macht. Ja. Oder nicht macht. Ich werde das auf jeden Fall weiterverfolgen mit Interesse. Ja. So, du bist dran. Ich bin dran. Ich habe die Frage wiedergefunden übrigens. Ja, dann hau raus. Ja, was ist die letzte Ziffer von Pi? Ich vermute eine 7. Du vermutest eine 7? Ja. Ja, ist jetzt die Frage, bis zu welcher Nachkommastelle sagen wir denn, ist das Ende? Weil Pi ja, hat richtig. Ja kein Ende. Ne? Also, das ist die Frage der Fragen. Deswegen ist die Frage so. Also, wenn du natürlich von der handelsüblichen Mathematik ausgehst, dann bist du bei 4. 4 Nachkommastellen? Nein, 4, 3,14. Ja, 3,14. Wenn du in der handelsüblichen Mathematik rechnest, rechnest du mit 3,14. Ich rede jetzt nicht von, ne? Ja, ja, nee, weil ich kenn halt, Pi wird angegeben, auch im Taschenrechner, bis zur 8. Nachkommastelle. So, und das ist ein 5. Das weiß ich. Weil die kann ich. 3,141517, nee. Glaube ich. Ne, 3,14159265. So rum. Fast. Haben sie schon wieder geändert. Das ja. ist täglich. Tagesabhängig. Ja. Ich glaube, Pi ist auch wieder DAX. Das steigt und fällt. Ja. Aber bleibt konstant über 3, das ist schon mal gut. Investoren hassen diesen Trick. Ja. hier ist auch noch eine schöne. Was ist dein Lieblingszitat aus einem Film?
Oh. Eins. Boah, jetzt muss ich mal eben. Oh, es gibt so viele tolle Filme. Ja. Das ist voll scheiße. Das ist voll schwer. Ich muss bei meinem mal eben den richtigen Wortlaut rausgoogeln, weil ich verhaspel da gerne mal was. Ich meine, das klassische Zitat, was mir auch sofort in den Kopf kommt, ist natürlich: Ich bin dein Vater. Ne? Aber das wäre jetzt auch mein erster Guest gewesen bei dir, aber. Ich dachte mir, das wäre zu klischee-mäßig. Ja, das eben. Das ist auch eigentlich zu klischee-mäßig. Es ist halt das erste Filmzitat, was mir immer im Kopf schwirrt, wenn mich einer nach Filmzitaten fragt. Aber das hat Gründe irgendwie so. Ich weiß nicht, ich mag diese Filme gar nicht. ich muss auch mal eben den Wortlaut raussuchen. Ey, Timos liebstes Filmzitat, lebe lang und in Frieden. Live long and prosper, ja, ja. Heimlich, nur heimlich. Nur heimlich, genau. Ich freue mich gerade, ich heb gerade hier so meine Schreibtischunterlage hoch und finde 3 Euro Lieferando-Gutschein, voll geil. Nice. Heute bestellt. Nice. Gib die Pommes mal mit, Mayo. Geil. Und Ketchup. Boah. Das geht doch nicht hier. Ja, let me google that for you. Ja, hau mal rein. Ja, ich google noch. Hast du gegoogelt? Ich habe schon eins gesagt. Mein liebstes Filmzitat, wo ich das erste Mal dachte, so in einem Film, so, hat er recht. Wer ist nur die Form als Konsequenz der Funktion des Was und was ich bin, das ist ein Mann mit Maske. Aha, ja, 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 ja. Welcher Film? Ja. Ich habe Deadpool im Kopf, aber das ist, glaube ich, nicht richtig. Deadpool, mein Lieblingszitat also aus dem Deadpool-Film ist, gleich mache ich mit dir das, was Limp Bizkit mit der Musik in den 90ern gemacht hat. Es ist aus V wie Vendetta. Ein großartiger Film, großartige Zitate, großartige Dialoge. Ja. Und es geht halt um, das ist die erste Begegnung von der Hauptdarstellerin mit dem Wie, also mit dem V. Und er steht halt vor ihr voll maskiert in seiner Verkleidung und sie fragt ihn halt, wer er ist. Und er fragt halt, wer ist nur die Form als Konsequenz der Funktion des Was? Und was ich bin, das ist ein Mann mit Maske. Dieser Dialog geht dann ungefähr so weiter wie mit, hä? Und ich stelle nur fest, wie paradox ist es, einem maskierten Mann zu fragen, wer er ist. Mhm. Es gibt halt so ein paar geile Zitate aus Fast and Furious, ne? Das wäre mein nächster Gast bei dir gewesen. Ja, ja. Du bist halt so schön berechenbar. Ich bin so berechenbar, ich weiß. So ist es halt. Nee, also keine Ahnung, also ich hab da so 3, die mir immer da noch mit so reinkommen. Ein lustiges, und du kannst hier jedes Bier haben, das du willst, solange du auf Corona stehst. Ja, ist auch schön. Vor allem jetzt in der heutigen Zeit. Ja, ganz funktioniert das immer besser, wenn du in so eine Kneipe rein kannst, du jedes Bier haben, was du willst, solange du auf Corona stehst. Genau. Denk mal drüber nach. Ja, richtig. Predicted. Ja. Dann, ich habe keine Freunde, ich habe Familie, finde ich halt auch ein sehr geiles Zitat. Und das Beste ist immer noch von Roman. Wo ist es? Er hat die Anstarren beim Fahrnummer abgezogen, stimmt's? Die hat der von mir. Ja, da sind halt auch lustige. Das sind eher Sprüche als Zitate, so sag ich mal. Ne? Aber gibt schon auch tiefgründige Sprüche in dem Film, die eigentlich ganz gut sind. Ansonsten, ja. I'll be back. Ach, es gibt so viele coole Zitate. Ja, es gibt viele Filme mit großartigen Zitaten. Viele auch, sag ich mal, in Anführungszeichen leichte Filme, die ein cooles Zitat raushauen. Warte, ich habe noch eins. Du bist nicht dein Job, du bist nicht das Geld auf deinem Konto, nicht das Auto, das du fährst, nicht der Inhalt deiner Brieftasche und nicht deine blöden Cargohosen. Du bist der singende, tanzende Abschaum der Welt.
Soll ich jetzt wieder raten, oder was? Ja, bitte. Ja. Das muss aber wieder aus der Pistole kommen. Sicher? Ja. Ja, kommt das aber nicht. Fight Club, Tyler Durden, Mann. You're not your fucking khakis. Ja, bei Fight Club war ich auch, aber anderes Zitat. Musste was Schönes erstellen, auch schön. Ja, komm, du bist dran. Ja, ich such schon, ich such schon, ich such schon. Ach, Mann, ey. Was magst du an anderen Menschen? So das Stück zwischen Schulter und Hüfte ist ganz lecker. Ja, meinst Bauch, ne? Ja, aber nur die Seite, so Rippchen. So, Rippchen, ja. Ja, ja, kommt drauf an. Schönes Süßchen dabei, gut um Smoker, herrlich. Was mag ich an einem Menschen? Unterschiedlich. Es gibt herausragende Eigenschaften bei vielen Menschen, die ich positiv finde oder die mir positiv auffallen. Genauso viele Eigenschaften, die herausragen, gibt es aber auch, die mir tierisch auf den Sack gehen. Und ja, manchmal brauche ich auch mal einen zweiten und dritten Eindruck, um Menschen zu mögen oder Menschen zu akzeptieren. Ich bin da ein bisschen vorsichtig. Aber was mag ich an anderen Menschen? Ich finde es immer schön, wenn der Wahnsinn so ein bisschen zusammenpasst. Mhm. Ne? Also eher, sag ich mal, die mentale Ebene. Ja, nicht nur die mentale Ebene, kann sich ja in vielerlei Hinsicht äußern. Ja. Man merkt ja, ob man auf einer Wellenlänge ist, ne? So gesprächstechnisch, ob ich bin halt ein Mensch, ich mache auch mal gerne einen blöden Spruch, wie es einigen schon aufgefallen sein dürfte. Quatsch. Gerne einen blöden Spruch und auch sag auch mal unüberlegt, was unangemessen ist. Und je nachdem, wie diese Person dann reagiert, weiß ich, okay, du musst jetzt hier keine Reißleine ziehen, du kannst einfach so weitermachen, wie du bist oder nicht. Und das ist eine Sache, wenn das passt, ist das schon eine Sache, die ich mag. Ja, das stimmt. Das kann ich nur... Schön ist auch, wenn man dann mit dieser Person in einer Gruppe von Personen ist, wo es nicht passt und man dann einfach so dieses Double-Team-mäßige hat, wo man sich dann unterhält und alle anderen rümpfen nur die Nase oder ziehen eine Augenbraue hoch und du stehst da und denkst dir, nice one. Spackung, ja, wenn man in einer Gruppe so einen hat, der wirklich komplett auf der gleichen Wellenlänge ist, dann ist das schon praktisch. Ja, richtig. Ist man nicht alleine doof. Was bei dir? Ja, ich das, ja. Ich kann ja mal sagen, ich gehe ähnlich, ne? Also ja, also ja, gut, was ich an Menschen zwei Rippchen. Ja. ich finde es halt eigentlich gut, wenn an anderen Menschen mag ich das Gegenteil von dem, was ich nicht mag, ne? Also got it. Ich mag es halt, wenn man sich unterhält und ich sag mal, jeder hat halt vielleicht irgendwas, was er gut kann, wo halt auch gesagt wird, ein geiles Beispiel war Anu dazu mal auf Martins Geburtstag, wo er sagte, hier, das ist der Kollege, bei dem, da hast du bei schwarzem Humor deinen Meister gefunden. Ja. Eher in mir. Ja. Aber das war aber halt, also der hatte schon coole Sprüche drauf und so, aber er hat halt dann auch wirklich gesagt so, Digga, Risteppe. Ja, jetzt überleg mal, ich wäre noch dabei gewesen. Ja, richtig, aber das war so schön so, weißt du, der hat dann auch einfach neidlos zugegeben so, yo, Digga. Gut. Richtig. Das war halt einfach so eine Ebene der sinnlosen Kommunikation, das fand ich gut. Sowas mag ich am Menschen, wenn die auch einfach mal sinnlos sein können. Sinnlos, ja. Sinnvoll, sinnlos ist auch schön. Sinnvoll, sinnlos ist auch schön, ja. Und sinnlos, sinnvoll auch. Ah, geht so. Ja, okay, dann nicht. So, ich bin wieder dran, ne? Ja. Wann hast du Fahrradfahren gelernt? Wann habe ich Fahrradfahren gelernt? Mhm. Damals. Damals? Ja. Kann kein Fahrrad fahren. Boah, Fahrradfahren.
Wie, war nur ein Spaß? Nein, alles gut, mach, hau raus. Ja, Fahrradfahren habe ich relativ früh gelernt, glaube ich. Ich kann mich da gar nicht so genau erinnern, wann das war. Mhm. Ich kann mich an das erste Fahrrad, was ich hatte, erinnern. Aber oh ja, das konnte ich auch. Das war so leicht, ja nicht violett, aber so magenta. Magenta ist auch schön. Hatte einen T-Rex vorne auf der Lenkstange, weil das war so ein bisschen Dino-thematisiert. Mega gut. Ich weiß gar nicht, wo dieser Dino ist. Ich glaube, den habe ich irgendwann mal bei einem Sturz verloren. Und hatte so gelbe Gummigriffe. Diese Farbkombination sah auch mega hässlich aus, jetzt wo ich drüber nachdenke. Aber war mein erstes Fahrrad. Ja. Ich glaube, das ist gar nicht, das Fahrrad, was ich im Kopf habe, ist, glaube ich, gar nicht das erste Fahrrad. Aber egal. Ich kann mich an ein Fahrrad erinnern, wo ich noch klein war. Okay. Und ich meine, meine Mom wird sowieso das richtig stellen. Von daher. Aber ich meine, ich hätte mal ein Tigerentenfahrrad gehabt. Wow. Das war cool. Auf jeden Fall. Ne? Meine ich zumindest. Ich habe es zumindest so vor meinem geistigen Auge. Ne, keine Ahnung, wann habe ich Fahrradfahren gelernt. Also, ich konnte Fahrrad fahren, als wir in der Grundschule dieses Fahrradverkehrstraining hatten. Da konnte ich auf jeden Fall Fahrrad fahren. Das heißt, irgendwann davor. Logischerweise. Also mit 13. Ja, ungefähr. Bei mir war es tatsächlich mit 4 oder 5. Auch so klassisch gelernt, mit Papa auf der Straße, 6-mal auf Fresse gelegt. Und irgendwann hatte ich dann auch keinen Bock mehr. Weil, ne, wenn du so 8-mal hinfällst, sagst du irgendwann so, ne, nee. Kein Bock mehr, mir auf Schnauze zu legen. Richtig. Dann hatte ich eine kleine, nennen wir es physische Diskussion mit meinem Vater, die er auch gewonnen hat. Und danach konnte ich Fahrrad fahren. Das war so, ne? Ja, wie gesagt, die physische Diskussion lief ab, ich habe mich auf dem Fahrrad gesetzt und bin losgefahren. Ja. I'm out of here. Richtig. Ja, ist ja wobei ich sagen muss, ich hab tatsächlich 2-mal Fahrradfahren gelernt. Das erste Mal habe ich Fahrradfahren gelernt, das ging ganz gut, weil war asphaltierte Straße, das war die Situation, die ich gerade beschrieben habe. Ja. Die zweite Situation, ich weiß nicht warum und wieso und wie meine Eltern auf diese hirnrissige Idee kamen, mich auf dem Fahrrad zu setzen auf einer Wiese, auf einem Campingplatz. Mhm. So nicht so ein Campingplatz mit asphaltierte Gehwege oder gepflasterte Gehwege, nein, Wiese. Wiese. Ja. So, wenn du mit dem Fahrrad auf eine Wiese fährst, weißt du, ist das scheiße. So, meistens, wenn du aber gerade erst Fahrrad fahren kannst, ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Der Ablauf war ungefähr derselbe, hat dann aber funktioniert. Ja. So. Nur versuch mal als kleines 5- oder 6-jähriges Kind deinen Eltern zu erklären, hör mal, ich kann hier gerade kein Fahrrad fahren, weil hier ist Wiese. Aber das ist eine Diskussion, die liegt jetzt fast 30 Jahre hinten dran, von daher. Ja. It is what it is. So, du bist dran. Ja. Was hältst du von Improvisationstheater? First try. Kann das sein, dass wir gerade auf derselben Seite sind? Ist möglich. Kommunikationlernen.de? Ja, nie mehr sozial inkompetent. Schön. Ja. Was halte ich von Improvisationstheater? Ist cool, kann sehr cringy sein. Ich selber würde es mir nicht zutrauen. Wobei ich gerade, glaube ich, feststellen muss, dass ein Großteil meines Lebens Improvisationstheater ist. Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Das ist immer gut. Ja. Ich glaube, wenn du da neu einsteigst, ist das super schwierig. Muss ich improvisieren. Kann mir einer mal sagen, wie das geht? Gibt's da keine Anleitung für? Ja, eben. Aber ich find's cool. Also wenn's, ja, gut gemacht, kann's ja nicht sagen, weil Improvisation ist Improvisation. Da gibt's, glaube ich, keine Bewertung oder schwierig, das zu bewerten. Es gibt richtig lustige Dinger. Ja, ich... Ich glaube, wenn die das alles auf so einer Comedy-Schiene machen, dann ist das schon relativ lustig. Ja. Man braucht da eine gewisse Spontanität für. Und ich glaube, da brauchst du wie bei allen Humorsachen auch einfach
in Anführungszeichen offenes Ohr für, da musst du Bock drauf haben. Ja, also ich glaube, sowas steht und fällt echt mit dem Publikum. Also wenn sich das Publikum drauf einlässt, ne, da wirklich auch sagt so, ey, ich kann hier nichts erwarten, so, ne, aber wenn lustig ist, dann lache ich. Ne? Ja. So, dann kann das funktionieren. Wenn du halt so ein konservatives, steifes Publikum hast, dann ne. Ja gut, aber das ist ja nur eine Aussage, steht und fällt mit dem Publikum, da kannst du ja auf alles anwenden. Ne? Da kannst du dich auf die Bühne stellen und eine Dreiviertelstunde irgendwelche Mettbrötchen zusammenschmieren. Ja. Wenn du da ein interessiertes Publikum für hast, erntest du auch Applaus für ein schön geschmiertes Mettbrötchen. Ja, das stimmt schon. Das, ich hab Bock auf Mettbrötchen, fällt das ein bisschen auf? Ja, ein wenig. Ja. Ein wenig. Aber ich sag mal, so ein bisschen so Improvisationstheater ist halt... Ich glaube, also ich weiß nicht, so Theater spielen, so Improvisationstheater, wie du schon sagst, ob du das schaffst, ob ich das so schaffe, keine Ahnung. Ich glaube aber, so ein kleines Talent zum Thema Improvisieren haben wir schon. Ja. Also. Dafür geht hier oft genug was falsch, wo wir nochmal irgendwas einschmeißen müssen. Das ist korrekt. Könnte man sozusagen so sagen. So, nachdem ich jetzt das dritte Mal meine Kopfhörer in der Hand habe, weil ich die, beziehungsweise die Verpackung meiner Kopfhörer, weil ich die für meine Maus gehalten habe, lege ich die mal auf die andere Seite. So neue Kopfhörer? Nö, ich habe doch die Wireless. Ach so, ja. Schon was länger. Und die haben halt so einen Behälter. Ich war gerade bei Headset, weißt. Nee. Was brummt? Wer brummt? Wer stört? Weiß ich nicht. Wir sind in der Aufnahme. Achso, guten Morgen. Ja. Ja, Mahlzeit. Menschen, die guten Morgen schreiben. Ja. So, ich bin dran, ne? Ja, du bist dran. Wie stellst du es dir vor, und das ist relativ lustig, weil wir beide in der WG gewohnt haben, wie stellst du es dir vor, mit dir selbst als Mitbewohner zu leben? Oh, richtig anstrengend. Echt? Ja, doch. Okay. Weil es gibt so Dinge an mir, die ich tue, die mir selber auf den Keks gehen. Jetzt schon. Und wenn ich das dann wirklich, wenn ich jemanden hätte, den ich dafür zusammenpfeifen kann. Und das wäre nicht komisch, weil ich müsste nicht mit mir selbst reden, obwohl ich es ja dann quasi tue. Aber ne, du verstehst das. Das wird richtig knallen. Aber richtig. Also wenn ich so an meine WG-Zeit zurückdenke, ich glaube, das Anstrengendste wäre, das hört sich jetzt blöd an, aber ich glaube, das Anstrengendste wäre der Damenbesuch. Das war auch so der einzige Diskussionsgrund, den wir immer wegen mir in der WG hatten. Ich meine, ja, so ein bisschen so die Klassiker, ne? Mach mal sauber und räum das mal weg. Und ich bin halt eine faule Sau. Ja. Aber das waren wir in Anführungszeichen alle, die wir da gelebt haben. Deswegen ging das immer so, soll jetzt mal Arsch hoch und alle aufräumen. Und nicht nur, du hast das, du hast das, du hast das. Gesundheit. Ja, Entschuldigung. Alles gut, nichts passiert. Und ein komisches Piepen auf Ohr jetzt. Ich glaube, ich müsste meine Jungs fragen, aber ich glaube, ich war ein relativ entspannter Mitbewohner, weil ich selber auch so bin, so lass mich wegen dem Scheiß in Ruhe, nerv mich nicht wegen jedem Kack, sonst kann ich das auch. Ja. Also wenn das alles in Anführungszeichen gerecht abläuft, so der eine hat die Küche nicht sauber gemacht, ja gut, ich habe das Bad auch nicht geputzt, dann ist in Ordnung. Ja. Aber wenn einer das Bad nicht putzt und dann sagt, hör mal, räum mal die Küche auf, dann kann es schon mal passieren, dass ich ein bisschen an die Decke gehe. Ja, ja. Und wobei ich auch sagen muss, das ist ja jetzt mittlerweile, wann war das, 2012 bis 2014 habe ich in der WG gewohnt. Das ist jetzt auch schon her und mittlerweile ist man ja auch anders. Ne? Ja, also... Meistens. Ich war ja nur in einer Zweier-WG. Ich weiß halt nicht, wie das ist mit drei, vier, ja, fünf Mann. Ich, ne? Also ich gefühlt auch, weil der eine, der kam einfach nie aus seinem Zimmer. Ach so. Und da, der hat auch bei Mutti gegessen und sich die Wäsche waschen lassen. Also der war eigentlich nicht wirklich präsent. Okay, aber der hat bezahlt, das reicht doch. Ja, richtig. Nee, und ich sag mal, das war halt schon, ich bin ja so ein chaotischer Mensch. Chaotisch, unordentlich, ja. Ne? Ja. Und mein Mitbewohner war das komplette Gegenteil. Das war halt schon lustig. So. Nach dem Motto, lieber ihr Mitbewohner, räum doch mal wieder die Küche auf, weil die Küche sieht aus wie Sau. Jo, hab's Licht ausgemacht, geht wieder. Ja. Ne? Aber es ging. Also ich sag mal, man hat's halt gemerkt, so sein Zimmer war immer ordentlich.
Wohnzimmer haben wir ordentlich gehalten, Küche ordentlich gehalten, alles tippitoppi. Und das, was ich sonst nicht verchaotisieren konnte, habe ich in meinem Zimmer verchaotisiert. Das sah halt immer aus wie Dresden 45. Ja. Das ist halt sowas, das geht mir aber selber auf den Sack, weil ich weiß, wie geil das ist, wenn was aufgeräumt und ordentlich ist, aber ich schaffe das einfach nicht. Ja, war bei mir ähnlich. Das, immer wenn ich angefangen habe, mein Zimmer aufzuräumen, hieß es dann nur von den anderen beiden, hör mal, kriegst du Besuch. Ja, das übliche eine Stunde, bevor der Besuch kommt, noch schnell aufräumen und beten, dass er nicht früher kommt. Ja, und vor allem beten, dass der keine Schranktür aufmacht. Ja, das sowieso. Der Schütze dahingehend war, als das erste und einzige Mal meine Mutter in der WG zu Besuch war. Die hat quasi die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, angefangen, mein Zimmerkern zu sanieren. Und irgendwann wunderte sich dann noch der liebe Gregor, schräg mein damaliger Mitbewohner, wer denn die Frau in der Küche ist, die gerade die Küche putzt. das war meine Mutter, tatsächlich. Er hat nur mit den Schultern gezuckt und dachte sich dasselbe, was ich auch immer denke, wenn meine Mutter irgendwo anfängt, putze, soll man nicht aufhalten. Geht das? Egal. Warte. Geht das Sprichwort nicht anders, aber egal. Ja, nee. Das ist, bei meiner Mutter ist das zutreffend. Da diskutierst du nicht. Lass sie machen und dann ist es zufrieden. Du diskutierst eh nie mit Müttern. Ich diskutiere mit meiner Mutter ziemlich oft. Ja, aber ich auch, aber nee. Ich denke mir danach immer, hättest du mal sein lassen. Nö, das nicht. Das ist immer so, Mutter lass es sein, nein, okay. Ja, da hörst du doch kein Diskutieren, Mensch. Ja, gerade bei dem Thema, doch schon. Ja, gut, okay. Dann ist so dieses Vorheucheln, ich habe ja versucht, dass sie meine Wohnung nicht aufräumt, aber wenn sie unbedingt will. Bisschen heuchlerisch, aber egal. Was hat eigentlich die Zeit? Ja, 32 gleich. Ja, dann sollten wir mal aufhören, ne? Meinst du? Ja, dann hören wir mal auf. Haben wir noch jemanden? Ich hätte jetzt noch eine kleine, aber das könnte sich auch ausschweifen, ich weiß es nicht. Ja, dann machen wir die nächste Mal. Machen wir die nächste Mal. Ich meine eigentlich so für die Allgemeinheit. Für Leute, die bis zum Ende durchhalten. Haben wir da noch was? Weiß ich nicht. Na, wir haben mal wieder nichts gemacht, was wir uns die letzten Monate vorgenommen haben. Ja, wir haben ja was in petto, da kommt aber noch was. Und bevor wir das nicht haben, machen wir das nicht richtig. Verstehst du? Ja. Gut. Traurig, aber ja. Also es kommt alles was klar. Bei Zeiten. Ich sag nur nicht wann, weil weiß ich selber nicht. Okay. Ich weiß auch gerade nicht, wovon du redest, aber ist in Ordnung. Ja, das sag ich dir gleich. In diesem Sinne. Viel geredet. Nichts gesagt. Schönen Sonntag noch.